Wir machen jetzt bei einem Date mit, Chat. Ich hab ein Date. Nein, ich hab Digimon-Sachen an. Kommt das gut bei einem Date? Hallo? Hallo. Hamid? Ja, hört man mich? Super. Falls du es nicht weißt, es geht, du hast jetzt erstmal eine Minute Zeit, dich vorzustellen, ja? Oder einfach, je nachdem, wie du denkst, was du da... Ach so, okay. Ich habe jetzt eine Minute Zeit, um mich bei Samantha vorzustellen, oder wie? Am liebsten Sammy natürlich. Sammy. Okay, Sammy. Gib eine Minute, was du möchtest. Auch Fragen stellen, alles erlaubt. Bis gleich. Okay. Eine Minute jetzt. Hallo Sammy, wie geht's dir? Hi, gut und dir? Mir geht's auch gut. Ich hatte eine Einladung von Linus bekommen und ich mag so Dating-Dinger nicht und so. Ich fühle mich sehr, sehr unwohl. Ich bin nicht so der Selbstbewussteste, sage ich mal, deswegen habe ich abgelehnt. Aber dann habe ich dich gesehen und dann musste ich mitmachen. Ich meinte dann zu Linus schnell, boah, hol mich noch rein. Und jetzt bin ich hier, deswegen, ich bin sehr, sehr nervös, gerade mit dir zu sprechen. Wie geht es dir sonst so? Wie waren die anderen so? Waren die alle nett zu dir? Ja, mehr oder weniger. Ja? Ja, doch. Ja, das freut mich. Wie war sonst so dein Tag? Was hast du heute so gemacht? Du, ich habe viel für die Steuer gemacht. Ich war joggen, ich war einkaufen. Joggen warst du heute? Gestreamt. Ja, ich gehe gerne joggen. Echt? Wie weit läufst du so? Wie viele Kilometer? Boah, das ist unterschiedlich. Es kommt drauf an, wie es mir geht und wie das Wetter vor allem ist und wie ich Bock drauf habe. Ich habe hier so eine Strecke, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie lang die ist. Ach so, du misst das gar nicht so, du gehst einfach so für dich laufen, so auf Entspannung. Ich gehe für mich laufen, ja. Ja, ich gehe tatsächlich auch des Öfteren laufen. Also es macht schon Spaß, wenn man die richtige, auch so mit Musik hören und so ein bisschen einfach irgendwo langlaufen. Manchmal, wo man gar nicht. Wann warst du das letzte Mal laufen? Vorgestern. Okay. Linus lacht, weil er denkt, ich lüge. Ich lüge aber nicht. Alles gut. Nein. Du hast vergessen zu erwähnen, dass du jetzt eine eigene Wohnung hast. Das dachte ich, das willst du noch erwähnen. Ach so, ja, die habe ich tatsächlich noch nicht gezeigt, aber ich habe jetzt eine eigene Wohnung, ganz, ganz frisch bin ich ausgezogen. Ja. Wohnst du noch bei deinen, ich weiß gar nicht, wie alt bist du überhaupt, Sammy? 21, du? 21? Mhm. Ach so, ja, ich hätte dich ein bisschen älter geschätzt, aber nicht viel. Ich bin 22. Ja. Ey, Hamid. Super. Ja. Wir sehen uns sofort wieder. Okay. In der Zwischenrunde. Jetzt werden erstmal ein paar Leute rausgewählt. Wir kommen sofort zu euch runter jetzt. Okay. Ach, Alter, sind das die... Ey, Jungs, ihr seid meine Gegner, oder was? Ja. Ich die alle hier da oben. Ich auch nicht. Ach, Alter, was geht ab, Jungs? Was geht ab? Ruhe. Drei Leute werden jetzt erstmal direkt rausfliegen. Sehr drastisch. Aber der erste Eindruck hat leider nicht überzeugt. Jules, weiter oder nicht weiter? Wer ist Jules? Weiter. Wer ist Jules? Oh, okay. Okay, warte mal. Was mich am meisten interessiert... Ah, hier stehen die Namen. Weiter oder nicht weiter? Wer ist Nils? Könnt ihr die Hand dazu heben, weil ich kann mir die Namen nicht so gut merken. Tatsächlich. Guckt jetzt, wie cool ich gleich die Hand hebe. Ja, komm, du kommst. Wenn ich meine Hand heben soll. Oh mein Gott. Alter. Jurel? Wer ist Jurel? Mit dem verrückten Nachnamen? Doch, ja, da möchte ich den Hund sehen. Digga. Also selber schon einen Hund. Oh Gott, ey, jetzt sind wir. Spaß, Chat, Spaß. Anakin? Oder Enzo? Oh, ich würde ihn rausvoten diesmal. Oh. Oh, ja. Einer schon raus. Ja! Let's go, Chat! Er ist raus! Ha, ha, ha! Das ist vor der Show zu den allen gesagt. Richtig, ein anderer ist raus! Da bist du in den Chat, Jungs! Manchmal, die anderen müssen einfach rausfliegen. Oder Anakin hat es schon mal gewonnen, aber tatsächlich ist alles möglich. Also, es kommt immer auch drauf an, wie man sich gibt, ne? MJ? Also, MJ Hunter? Ja, weiter. Oh nein! Mein Gott, es wird immer. Der Albaner ist weiter! Skip Dare! Raus! Yeah! Let's go! Es war nicht so mein Fall. Hat nicht so gefallen. Weiß ich nicht. Let's go, Digga, er ist raus! Wir haben vor der Show gesagt, er wird das Ding gewinnen. Und guck, das ist, was ich meine. Es kann alles passieren. GG raus.
Ey, sorry, ich muss. Gigi, kurz eine Frage. Nuvola Schwarze? Du bist Italiener, ja? Okay. Da, direkt die nächste Frage. Ist Shanti weiter? Vielleicht können sie ja was zusammen starten. Shanti ist weiter. Ja, dann leider nicht. Dann muss Ey, einer muss noch rausfliegen. Leider natürlich hier weiter. Na klar. Einer muss noch rausfliegen. Wen habe ich jetzt noch nicht? Max? Oh, Max? Max. Nee, Max, du bist weiter. Ey, einer muss. Ich flieg raus. Ja, auch mit der Gitarre. Ich bin der Letzte. Und, ich kann. Der bei dem Namen kracht's. Nee, oder? Ja, nee, stimmt. Erstmal, wir machen. Asmir. Wann komm ich denn dran? Raus, raus. Ja, ist weiter, ist weiter. Nein, einer muss noch raus. Also entweder Moku, Hamid oder... Oh Mann, ich will es nicht falsch aussprechen. Sag es einfach selber. Yui. Die drei sind noch, ne? Einer von den drei fliegt raus. Oh Gott! Okay, sag es mir. Wer von den dreien ist es? Also, Luca. Moku. Ja, ist raus. Ja! Woo! Ey, aber krass, let's go! Erwartet hätte. Das ist let's das go, Geile, let's go, Jay! Du kannst let's go! Kommt oh, raus, yes! Mann. Oh, super! Oh, okay. Woo! Woo! Samantha, du hast ein, zwei Fragen, die du vorbereitet hast. Ich würde sagen, hau einfach mal eine kleine spicy Frage direkt am Anfang raus. Ja, okay. Ich kann sehen. Dürft ihr eure Freundin einen besten Freund haben? Hamid, fängt an, jetzt, los! Ich? Also, wer. Aber ehrlich, bitte. Ja, ehrlich, natürlich, immer ehrlich. Wäre natürlich schön, wenn ich der beste Freund wäre, aber sie darf einen zweitbesten Freund haben. Okay. Boah. Gelogen, aber ich bin mute, Gigi, war gelogen. Gigi. Ich seh's jetzt erst. Was sieht Camp jetzt aus? War gelogen. Das wäre super, okay. darf sie nicht. Jules, ich würde sagen... Wir hauen zwei raus. Wie ist jetzt dein Gefühl von, welche zwei Personen würdest du sagen, sind es vielleicht nicht? Ich fange bei Shanti direkt mal an. Ist weiter. Max? Raus. Ja, ist weiter. What's up? Ich weiß nicht. Ah, da, MJ. Ja, FJ. Du bist schon mal raus, groß. Oh. Aber was war Digga? Ja, Nils, ne? Ja, der ist leider auch raus, ne? Das war's! Wir sind weiter, Chat! Ich darf mich nicht freuen. Ja, schade. Ich darf mich nicht freuen, Chat. Ich darf mich nicht freuen. Nice. Verständlicher Call, verstehe ich. Ja! Ich muss sagen, wir sind weiter! Weil du spontan reingekommen bist? Ja, also ich bin halt relativ spontan gekommen. Deswegen, ich wusste nicht, dass das noch so eine Art Talentshow wird. Oh, nein. Ich krieg gerade einen Anruf, warte ganz kurz. Kurz ran. Hallo? Ey, Bruder, danke nochmal wegen gestern, ne? Warum denn? Boah, du weißt ja wegen der einen gestern, ich bringe die Lambo-Schlüssel nachher wieder. Aber ich wollte mich nochmal telefonisch bedanken. Alter, nicht jetzt, okay, nicht jetzt. Wir reden später, okay? Warum, Bruder, ich küsse dein Herz. Okay, kein Ding, hau rein. Alter. Hau rein. Das war ein Kollege von mir. Ach Mensch, du bist so hilfsbereit. Ach, habt ihr das jetzt mitbekommen? Oh Gott. Ach. Das ist ja jetzt ganz unangenehm. Oh, Linus ruft mich an jetzt, hä? Ja? Hamid? Ja. Ey, was ich sagen wollte. Ich habe aufgelegt. Ich wollte, ich soll dir hier meine Talente zeigen, richtig? Mhm. Ich kann singen. Ich weiß nicht, ob dir das so gefällt oder nicht. Mal. Ich muss aber so ein bisschen so für den Hintergrund so ein bisschen Musik hinzufügen. Mhm. Weil sonst das ein bisschen zu langweilig a cappella, finde ich einfach. Warte. Oh, da, jetzt kommt Werbung, oh Gott. Ich hab echt kein Glück. Egal, Samantha, du hast jetzt 10 Sekunden, um dich mental drauf vorzubereiten. Also, erster Schritt wäre schon mal, meinen Namen richtig auszusprechen. Ach so, Samontro? Jetzt wird's ein bisschen unangenehm. Ich sag einfach Sammy, okay? Ja. Okay, Sammy. Bist du bereit? Mhm. Papa hatte einen Unfall! Ich war gerade. Ey! Ey! Abo! 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 Ich durch die Ballerei, alle bei. Alles unter Knast, Gitter. Jungs auf der Jagd, Geld in der Nacht, mit dann was, Digga. Sie schafft mir, egal ob du korrekt warst. Ich baller in dein Knie, Achitin, sie direkt da. Wie war gut am Bett, hat
kein Bock mehr. Mach bisschen Patte mit Rap, doch mit Ort mehr. Deine Gang zeigt mir dein Gesicht. Ja. Warum ist das hier? Ich glaube, wir sind nicht alle raus. Digga! Hat der einen Knackzügel, ja. Geil! Ja. Hey Jungs, warum wurde ich rausgeschmissen? Das war voll geil! Hä, ja. Warum wurde ich rausgeschmissen ohne Sinn? Abit? Ja? Ja. War ein bisschen lost, weil wir auf. Wir streamen, Twitch. Das ist nicht so sinnvoll. Twitch sind. Was denn? Nee, wir sind auf Twitch, war ein bisschen lost. Ich bin auch auf Twitch. Ja, weil es halt ein bisschen sehr dumm gewesen, eventuell. Warum denn? Weil. Ja, ich weiß jetzt nicht. Also, ich distanziere mich von jeglicher Handlung. Nee, das war nur ein bisschen Karate-Training. Ja. Ja, ja, ja. Okay, ja. Ja, ich wurde gerade ehrlich überrascht mit diesem Angriff. Hätte ich nicht gerechnet. Ich habe mich verteidigen müssen. Ich habe es erfolgreich hinbekommen. Ja, und jetzt bin ich hier nach einem erfolgreichen Kampf. Mein Setup verteidigt, mein Zimmer verteidigt, mein Zuhause verteidigt, meine Familie verteidigt. So wie ich es immer mache. Okay, was ist denn deine Red Flag? Red Flag an mir oder was ich als Red Flag sehe? Nee, was an dir eine Red Flag ist. Ja, also ich bin... Was ich auf jeden Fall als Red Flag sehe, ich bin als Streamer und ich stecke sehr, sehr viel Zeit da rein. Das heißt, ich habe relativ wenig Zeit. Das ist so ein Problem auf jeden Fall für eine Beziehung. Was kann ich noch sagen? Ich bin sehr dickköpfig und vergesslich. Also wenn ich was machen will, dann mache ich das meistens, auch wenn irgendwer was anderes sagt. Also auch... Also selbst meine Eltern können mir sagen, was sie wollen. Meistens ziehe ich trotzdem das durch. Wie jetzt zum Beispiel beim Streaming oder so. Und vergesslich, da kann ich halt nichts zu sagen. Ich bin einfach sehr vergesslich. Geburtstage, dies, das. Natürlich beim Partner gebe ich mir Mühe, schreibe ich mir rein in mein Handy. Aber alles andere wird oft vergessen, leider. Okay. Da darf ich dich noch fragen, was deine Red Flag an dir selbst wäre? Ich sag ehrlich, also ich würde auch sagen, so mein Zeitmanagement ist ein bisschen meine Red Flag, weil ich mache ja auch viel, auch Stream, etc. halt einfach alles und da ist natürlich auch sehr wenig Zeit für alles drumherum und ich glaube, meine Red Flag ist auch vor allem, dass ich würde sagen, ich setze mich selbst vor meinem Partner. Ja, aber ich finde, so gehört sich das auch, also... Ja. Wenn man sich selbst nicht nach oben... Sieht jeder anders. Aber nach oben stellt, glaube ich, kann man nicht glücklich werden, vor allem, wenn man immer... konstant wen anders vor sich stellt. Angenommen, du hast einen Partner, du stellst ihn vor dich selbst und dann klappt es nicht und dann hast du mehr Zeit in den Partner investiert als in dich selbst und dann hast du Zeit verschwendet, meiner Meinung nach. Aber muss jeder immer für sich selbst wissen, ne? Natürlich aber hat der Partner einen hohen Stellenwert, klar, aber ich stelle mich selbst an Platz 1 und dann kommen erstmal alle anderen. Nee, meine Eltern, dann Familie, dann ich. Dann alle anderen. Streaming-technisch ist das natürlich aber auch vorteilhaft, weil wenn man beide Streamer ist in einer Beziehung, ich nur mal in die Runde werfen, ne, kann ja auch positiv sein. Ne? Kann man ja auch verbinden. Ja. Ja, aber ich glaube, jeder hat ja auch so sein eigenes Ding. Ich glaube, da will man nicht so extrem dazwischen funken, oder? Ja, also, ich weiß es nicht. Ne? Es kommt drauf an, wie die Beziehung entsteht und so. Ich hatte jetzt nie eine Beziehung mit einer Streamerin, deswegen kann ich ja schlecht sagen, aber... Ich kann mir vorstellen, dass es vorteilhaft sein kann, wenn man es will. Ja, 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 das stimmt. Ja. Okay. Dann Hamid, wir sehen uns bis gleich. Jo, tschüss. Tschüss. Der Typ 1,50. Alter, Leute, ich hab gewonnen, safe. Easy, Digga. Du bist noch kleiner, als du bist. Sieger der Herzen. Ich hab safe gewonnen. Hamid, wie groß bist du? Gewinner. 1,50 oder so. Lass dich drüber reden. Ja, naja, Anik ist 1,57. Wieso seid ihr noch Single? Doch, ich fang an. Ich fang an. Ja. Für mich ist es so ein Ding, ich bin noch Single. Mhm. Also ich suche nicht wirklich nach einem Partner. Also es ist nicht so, dass ich so mir sage, ich brauche einen Partner und deswegen und ich bin noch Single. Sondern für mich ist das so, ich bin offen für alles
Aber bei mir wird 0,0 erzwungen. Das heißt, wenn es passiert, dann passiert es. Jetzt gerade ist es einfach nicht passiert. Ich war in einer Beziehung vor einem halben Jahr, lange. Das war meine einzige. Und jetzt, wenn irgendwann mal irgendwas so ganz, ganz, wie sagt man das, ohne Krampf passiert, also so komplett aus dem Nichts, mir fehlt das Wort dafür einfach gerade. Smooth, das passiert mir einfach. Dann bin ich dafür offen. Du wartest auf die Richtige, bis es passiert. Ich warte nicht mehr auf die Regeln. Wenn keine kommt, dann kommt keine. Das ist einfach so. Ich werde nicht auf Krampf irgendeine heiraten, nur damit ich nicht alleine sterbe. Aber wenn du nicht auf Krampf suchst, warum bist du dann heute hier dabei? Ich für die Unterhaltung, und ich finde Sammy cool und ich würde sie gern kennenlernen. Das ist ja auch was Offenes. Offen sein. Alles gut, ich frag nur. Ja. Ich bin so ein Asozialer, aber egal. Ich mag das. Asmir. War gut, Chat? War gut, eins in den Chat, wenn ja, zwei in den Chat, wenn nein. Also, ich hab mich gesaved! Ich hab mich gesaved! Was findet ihr unattraktiv am Mädchen? Für mich, ich zeig nicht auf, ich rede einfach. Für mich, Rauchen. Rauchen, sehr, sehr unattraktiv. Mag ich nicht. Bei mir generell so ungepflegt sein und so drogenhart. Also auch so, ich würde sagen auch schon, also so, egal welche Drogen, so, also natürlich härtere Drogen sowieso, aber auch wenn Alkohol, so, wenn man sich so, Alkohol trinkt, alles gut, aber wenn man sich so abschießt, so, dass du weißt nicht mehr, wo vorne und hinten ist, kannst nicht mehr laufen und so. Finde ich ein bisschen uncool. Weil, ja, kann halt alles passieren dann. Ich finde, wenn die so. Warte ganz kurz, Jules dachte, wir haben jetzt generell so ein offenes Ding, oder sollen wir uns mal mit melden machen? Alles gut, mach du. Okay. Ich finde so, wenn so die Artikulation, wenn die so reden, manchmal finde ich, das macht sehr, sehr viel aus. Da, ich hatte auch schon mal eine Situation, wo ich dann Audio bekommen hatte und ich war so. Wow, okay, da bin ich raus. Das ist mir schon wichtig, wenn sie vernünftig reden kann. Und das macht für mich viel aus, ja. Also ich sage jetzt einfach was komplett anderes. Für mich ist es No-Go, wenn das Mädchen sich nicht mit meiner Familie versteht. Wow. Weil das ist eins der wichtigsten Dinge. So, stark, schön geredet. Es ist doch so. Schön geredet. Im Endeffekt stelle ich sie meiner Familie vor, wenn sie sich mit meiner Familie nicht versteht, ist das Ding over. Wie wichtig ist dir Familie, wenn du das jetzt mal kurz sagen möchtest? Sehr wichtig. Ist auf jeden Fall wichtig. Ich finde, das muss harmonisieren. Also wirklich, 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 es muss harmonisch sein, sonst, ich weiß nicht, klar, ich bin ja mit der Person zusammen, aber ich würde es schon schön finden, gerade so bei meiner Mama oder so wäre es mir wichtig. Ab wann würdest du sagen, oh, oder warte, ich frage das die Jungs, das ist viel interessanter. Wann würdest du denn am liebsten so, was ist denn, wie formuliere ich es? Ab wann würde sie sagen, ist so ein guter Zeitpunkt, um vielleicht die Mama, sage ich jetzt mal, von Sammy kennenzulernen? Boah, das ist eine strong Frage. Ihre Mama oder sie meiner Mutter vorstellen? Ist ja was. Boah, ich finde beides eigentlich interessant. Beides gut, ja. Ja, also ich lerne ihre Mama kennen, wenn sie es möchte. Wenn sie sagt, okay, es ist jetzt soweit. Aber außer sie sagt jetzt direkt beim ersten Treffen, hey, lass mit meiner Mutter treffen, dann macht es natürlich keinen Sinn. Dann würde ich sagen, nein. Meine Mutter, ich würde meinen Partner, meinen Eltern erst vorstellen, wenn ich mir so zu 100% sicher bin. Aber ich würde auch eine Beziehung erst eingehen, wenn ich mir so zu 100% sicher bin. Aber bei mir in der Kultur ist es einfach oft so, dass man den Partner den Eltern vorstellt und dann. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an für die, die das nicht kennen, aber dann dauert es auch nicht mehr lange, bis man den dann heiraten sollte. Also wenn ich jetzt meinen Partner, meinen Eltern vorstelle, dann ist das quasi wie so ein Beweis, hey, guckt euch diese Frau an, das ist die Frau, die ich heiraten will. Woher kommst du? Deutschland. So, in deine Familie? Paderborn, Deutschland. Achso. Nee, weil das hat sich sehr. Also mein Chat, wenn ich sie jetzt rausvoten. Yeah! Es juckt mich so krass nicht, dass er raus ist, ne? Es juckt mich so krass nicht, dass er raus ist. Ne? Mich juckt das so das krass nicht. Das war die falsche Entscheidung. Oh, Jules, schade, dass du raus bist, Jules. Oh mein Gott, es juckt mich gar nicht! Yeah! Ich kenne ihn nicht mal! Oh mein Gott, ja. Darf ich ganz, wenn nicht, ist gar kein Problem, aber ich weiß nicht, ob ich am Anfang vielleicht dabei war, aber gab es eigentlich so eine richtige Vorstellungsrunde von dir mal? Willst du vielleicht kurz so nochmal jetzt unter uns drei hier? Tigger ist so ein Opfer, ne? Wie steht ihr dazu, wenn eure Freundin ohne euch feiern gehen möchte? Chat, ich werde jetzt so bodenlos lügen. Also, bei mir ist das so. Ehrlich sein. Ja, natürlich ehrlich sein, natürlich. Okay. Ja. Mir ist das so, das ist komplett ehrlich. Natürlich, wenn ich ein Mädchen kennenlerne, die jeden Tag feiern geht oder sehr, sehr oft feiern geht, dann
werde, Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ich keine Gefühle für diese Person entwickeln werde, beziehungsweise sie mich nicht anzieht. Das heißt, ein Mädchen, das mich anzieht, zieht mich aus einem bestimmten Grund an und ich versuche sie dann nicht zu ändern. Wenn ich unzufrieden bin mit, wie sie sich anzieht, wie oft sie feiern geht, was sie macht, dann weiß ich ja diese Punkte auch schon vorher und dann gehe ich sehr wahrscheinlich keine Beziehung ein, wenn mir das zu viel ist. Und alles, was schon vorher da ist und ich mich dann in diese Person verliebe, warum soll ich das ändern? Es gab ja einen Grund, dass ich mich so verliebt habe. Okay. Fühle ich mit dem Punkt? Bei mir ist auch so, ich glaube, was mir noch wichtig wäre, dass ich, sage ich mal, weiß, wo sie ist, dass ich vielleicht, dass sie mir Bescheid sagt, dass sie mir auch schreibt, dass, wenn das alles gut ist, wenn sie dann zu Hause ist oder so, damit ich morgens aufwache oder auch wenn ich nachts vielleicht aufwache, ich weiß, okay, es ist alles easy, es ist alles safe. Sowas fände ich irgendwie ganz cool. Ja, ich kann da jetzt nicht so viel zu noch ergänzen. Also ich finde, ich habe auch generell kein Problem damit so. Wir haben das jetzt schon gut zusammengefasst. Könnt ihr da jetzt nur wiederholen eigentlich. Also wenn ich es jetzt ganz hart auf eine Aussage so zum Rausgehen, dann wäre Hamid raus, weil er gesagt hat, das mit dem Rauchen und ich rauche Vapes. Zwar nicht immer, aber das wäre das Einzige, was ich jetzt hätte. Aber du hast noch irgendwas zu sagen. Es ist noch nicht vorbei, ne? Aber bin ich raus? Ja, vielleicht. Du kannst jetzt auch noch was sagen. Vielleicht sagt sie dann nein. Er soll doch bleiben, aber. Samantha, gib mir 10 Sekunden, ich schreibe ein Gedicht für dich, okay? Gib mir 10 Sekunden. Okay. Okay, Chat, wir machen jetzt den. Wie heißt denn nochmal die Seite? Wie heißt nochmal die Seite? Schreib ein Gedicht über Samantha. Mantra, ein Wort aus fernen Landen, klingt wie Musik aus unbekannten Banden. Ein Name, der fremd und zugleich vertraut, wie eine Melodie, die uns ins Ohr gebaut. Samantha, wie ein Flüstern im Wind, so sanft und doch so kraftvoll geschwind. Ein Klang, der unser Herz berührt und unsere Seele zum Fliegen führt. Samantha, wie ein Tanz der Gefühle, verwoben in Harmonie und Stille. Ein Rhythmus, der uns in sein Band zieht und uns in eine Welt der Schönheit entführt. Musst du sagen, das hat sie jetzt noch gerettet oder ist damit raus? Ganz einfach, um es kurz zu fassen. Das war super. Also abgesehen davon, dass ein halber Chat bei mir ist und er gesagt hat, dass du das mit diesem Chat-GP, was auch immer das ist, war das natürlich nicht selbst geschrieben und das ist natürlich dann auch ein bisschen schwach, Hamid. Jetzt bin ich traurig. Aber das ist unfair, die haben alle gar keine Chats, die auffliegen lassen können. Die streamen gerade nicht. Doch. Shanti streamt? Das ist jetzt doof. Der andere. Peter. Aber was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt, wo ich sowas bräuchte? Für was soll ich es genutzt haben? Nee, ich meine, du hast es nicht als Nachteil da. Ach so, ja, okay. Ja, aber manchmal muss man auch mit Würde gehen und es da einsehen, dass man verloren hat. Ja, ich brauch ja erstmal ein. Du bist raus. Ich brauch das erstmal. Du warst super, aber du bist raus. Okay. Ich habe aber noch eine Frage, bevor ich gehe. Wenn du jetzt irgendwas Ekelhaftes, Asoziales machst. Nein! Okay. Eine Frage nicht an dich, sondern an Samantha. Ja, das meine ich. Ja. Samantha? Ja. Rauchst du oder warum war das ein Problem für dich? Die Vape. Ich date keine Frauen, die rauchen! Ich date keine Frauen, die rauchen!